Ja. Das hab ich noch voll gespritzt, sehr gut. Wenn du das machst, muss ich es auch machen. Ja? Ja, weil ich finde es sonst unehrenhaft. Ist so, gell? Ist so. Prinz Markus, Bruder, erzähl mir mal ganz kurz, würde mich mal aus privatem Interesse, was war eigentlich die Geschichte um Prinz Markus und dich? Weil der mir letztens geschrieben hat, lass mal Social Media was machen. Genau. Der echte. Bei dem. Hast du das nochmal? Ja, hat er mir auch geschrieben. Was war bei euch die Probleme? Warum habt ihr euch so in der Wolle? Er ist doch ein Netter. Guck mal, vielleicht ist er persönlich ein Netter. Also jetzt pass auf, erzähl mal die Prinz Markus Geschichte einmal von euch. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich sag einfach nur meine Meinung, wie ich über ihn denke, als Person der Öffentlichkeit. Und was denkst du über ihn? Der letzte Lappen. Aber an den Videos, die aufgetaucht sind, irgendwann mal, oder was? Nein, guck mal, wie gesagt, das ist keine persönliche Verurteilung. Meine Meinung ist einfach nur, ich feiere Prinz Markus halt einfach null für das, was er in der Öffentlichkeit vertritt. Das ist meine Meinung. Was vertritt? Für was steht Prinz Markus? Für Protz? Für Zuhälterei? Für Zuhälterei, für Protz, Proll und alles, was unnötig ist. Und vor allem auch für Promi Big Brother. Stimmt, für Protz, Prollerei, ja, stimmt. Die Autos, aber noch nicht einmal so drüber nachgedacht. Oh, guck mal, den Rolls-Royce finde ich aber ganz angenehm. Sicherlich sind das coole Autos, hä? Aber was hat es damit zu tun, wie er es darstellt? Also es ist wirklich, ich dachte immer, ich habe auch öfter mal die Streams gesehen, dachte immer, das ist Spaß so bei dir, wenn dann so diese Adidas-Tasche hast und sowas, aber... Die Adidas-Tasche ist ein Symbol dafür. Guck mal, der Chat ist auch mit mir. Chat, ich küsse eure Augen für die Aufmerksamkeit der 9,90 €-Tasche. Das ist eine Hommage an die 5.000 € Louis Vuitton Supreme-Tasche, die ich mir nicht leisten kann, weil ich ein elendiger Versager bin, der ihn nur beneidet. Das ist eine Hommage. Hat er das gesagt? Das hat er gesagt. Und seitdem trage ich die 9,90 €-Tasche, um ihm zu zeigen, dass ich ein lächerlicher Versager bin, dass ich keine 5.000 € Louis Vuitton Supreme-Tasche leisten kann. Es tut mir sehr leid, dass ich es mir nicht leisten kann. So, kriegen wir nochmal die Deep Talks hier heute Abend, ne? Schön, oder? Macht Spaß. Hast du eine Frage an mich mal? Willst du irgendwas wissen? Jetzt sind wir offen. Schere ist offen. Was willst du komplett in Real Talk machen? Nein. Einfach so mal. Gibt's irgendwas? Was hältst du denn von dem? Also es ist jetzt, ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht. Ich muss ehrlich sagen, das ist oft so. Ich krieg oft die Meinungen. Was ich ganz schlimm finde zum Beispiel, ich mache mir über keine anderen Menschen eigentlich so kaum Gedanken. Entweder kenne ich ihn. Meistens kenne ich die Leute gar nicht. Das ist bei vielen YouTubers der Fall. Zum Beispiel dieser Mäus, den kannte ich nicht. Ja. So, bis die Leute mir dann in YouTube-Videos irgendwie gesagt haben, Mäus. Und ich wusste einfach nicht, Mäuschen, ich wusste nicht. Und dann meldet er sich bei mir und ich habe die Leute immer direkt kennengelernt. Genauso wie Montana Black kannte ich nicht. Direkt so kennengelernt. Bei dir war es genauso. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Bei uns war es genauso. Wir haben uns über Sascha auch kennengelernt. Ja, aber einfach immer ohne, dass wir voneinander wussten, was wir so machen. Ja. Finde ich einfach. Und daraus entstehen die besten Sachen. Und ich mache mir nie Gedanken darüber oder so, was ich jetzt von dem halte, Prinz Markus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das verfolge einfach. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie hergeht und jeden zweiten im Internet hatet, weißt du, was ich meine? Prinz Markus ist Schmutz, aber ich weiß, der Großteil der Leute, ich finde natürlich das Video, was da aufgetaucht ist, das ist ja bei uns auch, vor allem haben wir das alle auf die Handys gekriegt, ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich kam bei mir gleich ein Video rein von mehreren Quellen, aber alles so Leute, die irgendwie im öffentlichen Leben stehen, mit diesem Video halt, ne? Aha. Das fand ich halt schon auch derb ekelhaft. Also da dachte ich halt auch, mein lieber Mann, da ist auch, also... Aber ganz ehrlich, guck mal, das Thema Prinz Markus ist für mich einfach durch. Ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, nochmal weiter drüber zu reden oder geschweige denn irgendeinen Fass aufzumachen. Über wen lästern wir heute? Wir lästern über niemanden. Aber ey, ohne Witz, ich muss ehrlich sagen, es gibt jetzt keinen bei YouTube, wo ich sage, den kann ich nicht leiden oder so. Guck ich. Es gibt auch keinen, wo ich sage, den kann ich nicht leiden. Ich finde, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Deswegen ist auch Twitch da. Ich finde, weißt du, was ich... Ich sag dir, was ich schlimm finde, Nico. Jetzt kann ich heute mal sagen, was ich schlimm finde. Sag's mir. Ich werde keinen Namen nennen, ja. Aber ich finde Twitch-Streamer, deren Content nur daraus besteht, über andere zu reden, finde ich einfach schwach. Weißt du so, ich mache an und rede nur über andere. So, nichts anderes, es kommt nichts Eigenes. Ich habe mich nie an anderen orientiert. Auf wen spielst du da an? Da gibt es mehrere, zig Clips wurden mir schon geschickt. Oder denkst du jetzt, ich meine dich damit, du machst das doch gar nicht. Nein, aber die nur wirklich sich, auf, die sich das Recht ausnehmen. Pass auf, nein, die von jetzt auf gleich sich das Recht rausnehmen. Ich bin jetzt da und ich darf urteilen. So, das finde ich einfach, genau. Also da habe ich kein Verständnis. Das ist weder Entertainy noch irgendwie was anderes. Weißt du, was ich meine? Also in meiner Meinung nach ist es so, jeder soll machen, was er will. Jeder soll machen, was er für richtig hält. Ja, aber wenn jemand in Ruhe lassen. Wenn ich jemand das auch alle in Ruhe. Aber du meinst also, jeder hat ja das Recht, seine Meinung zu teilen. Ja, natürlich. Aber was genau regt jetzt auf, wenn die halt da anfangen zu lästern? So, so ja, genau. Wenn nur aber der so Content daraus halt besteht. Komplett unkonstruktiv so. Genau, und nichts anderes. Das ist Bullshit. Nichts anderes sonst. Das ist Bullshit. Wenn es Leute gibt, die da draußen hergehen, komplett unkonstruktiv irgendeine Scheiße über andere Leute labern und das ist der einzige Content von denen, dann ist es lächerlich. Ey, es schmeckt wirklich lecker, ohne Scheiß. Ich finde auch... Alle schreiben Unges. Ach Quatsch, Jungs, Unges, bester Mann. Unges. Leute, ich wüsste die Namen jetzt auch gar nicht, ohne Scheiß. Ich wüsste jetzt auch nicht mal die Namen, ehrlich, ohne Witz. Unges, nee, bester Simon Mann. Simon macht ja auch seinen eigenen Content. Das und vor ist, allem das ist ja nicht, das meine ich nicht mit, wir gucken uns ein YouTube-Video an und reden über andere. Simon bringt ja auch Reaction. Sehr konstruktive Kritik und Sachen. Genau. Der macht es schon gut. Ich sag, wie es ist. Twitch ist dafür da, dass jeder sich verwirklichen kann, wie er es möchte. Es ist ein Portal für Kreative. Deswegen, jeder hat seine Daseinsberechtigung auf diesem Portal und jeder sollte sich versuchen auszuprobieren, um sich in seinem Leben zu erfüllen.
Und ohne Scheiß, umso kreativer, umso besser. Und die Leute schätzen es, wenn wertvoller Content da ist. Und wenn es dem einen bei uns nicht gefällt, dann bist du herzlich aufgerufen, in einen anderen Kanal zu gehen. Hauptsache, du hast dort Spaß, wo es dir gefällt einfach. 100%. Also ganz ehrlich, was ich auch in Twitch sagen muss, was ich extrem geil finde, ist, dass man einfach nicht dieses zeitlich begrenzte Fenster wie bei YouTube, dass du so ein Video machen musst, das 10 Minuten geht, und dann musst du alles da drin sagen, sondern du redest einfach so, was dir alles einfällt. Guck mal, wir sitzen jetzt hier gemütlich, Jungs, oder? Wir sitzen jetzt gemütlich. Wir sitzen hier und wir sitzen hier. Wir sitzen und sitzen hier, ohne Scheiß. Ich muss auch sagen, ich bin echt froh, dass ich euch kennengelernt habe. Sascha kannte ich auch nicht. Geschichte, wie ich Sascha kennengelernt habe. Ohne Scheiß, frech. Rotzfrech. Ich krieg Nachrichten. Hunderte Nachrichten. Instagram. Was, weil du in deinem Video warst? Unsympathisch hat dich in deinem Video drin. Ich denke, das kann ja schon nicht sein, wenn einer so heißt. Mhm. Ohne Scheiß, ich kannte den nicht. Nie geguckt. Guck mal das Video an. Ich denke, ist lustig. Sagst du mal nichts. Ohne Scheiß. Eine Woche später, 100 Nachrichten. Unsympathisch hat wieder in deinem Video. Ich denke mir, sagst du mal nichts. Zwei Tage später kommt eine Nachricht rein. Jens, ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich deine Clips verwende. Der ist Sascha bester Mann. Ich? Ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob ich die Unterhaltung noch habe. Kann sein, dass ich die Unterhaltung noch habe. Aber ich direkt rufe mich sofort an, Telefonnummer, so richtig auf Ärger geschrieben, dass der gleich so ein bisschen so, weißt, finde ich geil, wenn sich dann einer gleich Sorgen macht und hat auch keine 10 Sekunden später dann geklingelt auch. Und er, hallo Jens und so, richtig ruhig. Und ich habe dann so ein bisschen witzig gemacht, habe gesagt, was bildest du dir ein und sowas, auf Spaß. Mhm. Und dann am Ende des Gesprächs, wir gehen zusammen ins Casino, mega Bock und so und fertig. So habe ich Sascha kennengelernt. Ja, und dann direkt mit ihm getroffen, direkt im Casino gewesen, im Baden-Baden, mega Spaß gehabt. Und du wolltest eigentlich auch mal mitgehen. Ich wollte mitgehen, aber ich konnte da nicht, glaube ich, oder ich weiß nicht, wie es war. Aber wir wollten mal zusammen gehen, ja. Mhm. Aber nicht an Automat. Wir essen hier kein Salz. Du isst kein Salz. Knossi, wann isst du diesen Fisch? Justin fragt, wann esse ich diesen Fisch? Wahrscheinlich morgen. Ja, du hast es verpasst. Junge, wir haben das heute gestreamt. Jeder, der es nicht gesehen hat, mein herzliches Beileid. Vielen Dank für den Zehner, Bruder. Kuss geht raus, Alter. Das ist unangenehm, ohne Scheiß. Das will ich euch auch mal sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Bei dir sehe ich das auch oft, wie du das kannst. Was? In einem Stream zu essen. Leute, hat mich schon mal jemand in einem Stream essen sehen? Ich kann es nicht. Es ist mir unangenehm. Ja, es ist. Das ist der einzige Komplex, den ich habe, vor einer laufenden Kamera zu essen. Ja, aber das kann ich auch völlig nachvollziehen. Ich weiß nicht warum. Aber man geht einfach her und man redet einfach nicht. Kritische, klar, wandeln. Ja, aber nicht wirklich so ein Mal zu mir genommen, noch nie. Vielleicht mal irgendwas probiert, Gummibärchen oder so. Einfach nicht während dem Kauen reden, so ist ja eklig. Checkst du, was ich meine? Genau. Ja, aber ey, kann das nicht. Guck mal, du schmatzt auch noch, du schämst dich für gar nichts, ne? Warum soll ich mich denn schämen? Wofür denn? Für Essengeräusche. Guck mal, das Ding ist, ich habe in meinem Leben schon sehr viel erlitten. Gerade auch durch mein Gesicht. Warum soll ich mich noch schämen? Bruder, du hast gar kein Problem am Gesicht. Das ist das Schlimme. Du bist schön. Du hast alles. Du hast ein schönes Loft hier. Wenn du jetzt eine Frau wärst? Ja, rein drauf auf mich. Drauf auf mich? Na klar. Genau. Achso, ja. Ah ja, okay. Verstanden. Ja, würdest du erst noch essen gehen oder würdest du direkt? Das ist scheißegal, genau. Ich bin da rechts gewischt. Das hört sich eigentlich gut an. Also ist eigentlich positiv, oder? Komm heute Abend kochen, Baby. Aber nicht am Herd, sondern in meiner Pfanne. Genau. Probe Unterhitze, oder was? Genau. Ich bin aber keine Frau, also schlag's dir auf den Kopf. Ah, nie mein Gedanke. Genau. Warum hast du eigentlich keine Freundin? Kann ich nicht gebrauchen, Blatt. Aber hattest du mal nicht eine Prominente? Da habe ich nicht mal irgendwas gelesen. Warst du nicht mal mit so einer Promi zusammen? Ja, so mit Mrs. Bella war ich zusammen. Wer war das? Wer genau? Was macht die? Die macht Beauty. Beauty macht die. Soll ich sie zeigen? Ja, ja, zeig mal, würde mich mal interessieren. Wer kennt sie? Wahrscheinlich jeder außer ich. Ne? Bist du samstags auf der Game Mansion? Ja, ich bin auch freitags da am Pressetag. Aber samstags ist offen für alle, glaube ich. Freitags kostet auch ein Ticket, glaube ich, 100 Euro. Guck mal, ausruft seinen Termin, ich weiß es nicht genau. Heute ruhiger Stream, Jungs! Genau. Machst du gerade Auge? Ich doch am Arsch doch. Was wollt ihr mit dir? Genau. Sehr froh, dass du eine Frau hast, der Spaß. Mich interessieren echt Frauen. Ich muss ehrlich sagen, mich hört das nicht mehr an. Aber eine sehr attraktive Frau. Sehr hübsch. Warum habt ihr euch, warum ging nicht? War beide zu beschäftigt, 100 Pro. Wenn sich einer nicht zurücknimmt, ist schwer. Es ging tatsächlich. Es lag mehr daran, dass das einfach. Das hat einfach nicht so richtig geklappt. So. Ich bin einfach, glaube ich, auch aktuell nicht so richtig fähig dazu, eine Beziehung zu führen. Und ich möchte es auch, glaube ich, nicht so richtig. Ja. Bin zu jung, habe ich das Gefühl. Mit 22, ehrlich, Jungs, ist auch zu jung. Ich bin 19, eigentlich. So, Jungs, wir haben es. Wirklich lecker. Haben wir gut gekocht? Danke. Herr Merz, danke schön. Fand es echt gut? Fand es echt gut? Ich fand's auch hervorragend. Okay, geil. Eine 7? Alter! Kairo mit 50 Euro! Gruß geht! Immer nicht. Du schuldest mir noch Geld, schreibt er. Ja, warum schickt er dann noch mehr? Kairo, wo schulde ich dir denn noch Geld? Wer ist denn Kairo? Ich weiß gerade gar nicht, wo es hängt. Du schuldest mir noch Geld. Warte, Kairo, wofür schulde ich dir noch mal Geld, Digga? Ich hab's vergessen. Ey, Jungs, ich war sensationell, ohne Scheiß. So ein Stream habe ich aber auch noch nie gemacht, ne?